So, jetzt kommen wir mal her da. Dass wir da weitermachen dürfen. Ich muss immer schauen, Statuen wegen Spatzi. Ob er Spatzi dabei ist. Ganz, ganz wichtig. Wenigstens Bobschis. Richtig. Na, da ist er Spatzi, schau her. Ja, die haben alle Spatzis. Sehr gut, brav. Gut gemacht. Vielleicht die ein oder andere Sackbehaarung hätte gefehlt, dass sie ein bisschen besser zu mir hätte greifen können, aber sonst, leiwand. Natürlich gleich mal markiert, damit ich mal wieder diesmal ein Wasser trinken kann. Ich habe extra Wasserflaschen mitgenommen, damit ich ein bisschen mehr Wasser trinke. Na gut, jetzt bin ich dann aber auch schon wieder gespannt auf die Mission. Würde ich aber jetzt sagen, können wir ruhig auch so, wenn er sicher. Da muss ich gleich ein bisschen einfacher. Na, weißt was? Ich werde jetzt die Mission ganz kurz ignorieren und werde die andere Mission machen. Ja, auf der ganz, ganz gesunden Ebene. Und auch noch still. Hudi. Ich kenne mich ja gar nicht mal mehr wieder. Normalerweise Monster und Koffein. Und dann vielleicht einmal ja Wasser. Befehlshaber, wie kann ich Sparta heute dienen? Nein, einmal ja Monster, das habe ich schon 20 Dosen heute schon aufmachen müssen und verdurst. Also, auf Legende würde ich jetzt auch. Also auf Legende wäre jetzt dann schon ein bisschen sehr übertrieben, oder? Meiner Meinung nach. Es gab Dinge, die getan werden mussten. Und eine musste sich ja darum kümmern. Dank dir sind die Anstrengungen an. Na, mit Gas schon, aber. Sodass mein Regiment endlich zuschlagen kann. Was brauchst du? Ein gewisser Athener Befehlshaber ist alles, was uns noch im Weg steht. Natürlich. Du willst, dass ich den Athener Befehlshaber erledige. Der Ruhm gehört dir, wenn du einschlägst. Also? Also ich sag's mal so, ich genieße schon noch ab und zu ein Mineral zu haben und alles drum und dran. Aber ich bin dann doch eher so einfach still und klar, weil ich habe immer so nicht Bauchschmerzen, es bläht sich irgendwie so ein bisschen auch der Magen bei mir ein bisschen so auf und alles drum und dran. Ich weiß nicht. Ich fühle ein Mineral so schon irgendwie, aber wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Aber ich drücke mal gern bei einem Automaten noch ein Mineral auf oder sonst was. Oder du halt immer gern ein bisschen die Kohlensäure rausschütteln. Besser gesagt, oder rauswichsen oder wie auch immer. Das mache ich schon. Das muss ich schon dazu sagen. Aber wenn es nicht sein muss, muss nicht sein. Aber wenn es sonst nichts anderes gibt, ja, meine Güte. Dann trinke ich es halt mit Mineral, also mit Sprudel. Das Einzige, was ich halt nur nicht applaus ist, sie haben es eine Zeit lang gehabt von Föstlauer. Ich weiß nicht, ob sie es noch haben. Ich glaube schon. Aber es gab eins mit einem schwarzen Deckel, wo es extra prickelnd, so extra stark ist oder sonst was. Du merkst so richtig, wie der Druck in dieser Flasche ist. Also, meine Alte feiert es, weil die liebt Mineral. Aber Alter, ich kann den Scheiß nicht so auf, weil ich hab so das Gefühl, Alter, wie würde ich dann explodieren, wenn ich so ein kleines Flascherl trinke. Ich bin genau die Richtige. Sehr gut. Sparta dankt dir. Schere. Na gut, schauen wir vorbei. Schauen wir da mal vorbei. Geil, gebietet die 300, ist eh nix. Föstlauer schwarzer Deckel. Bistepper, Alter, das extra Bombe, Alter, gefühlt, Alter. Kannst normalerweise könntest du auch bei den meisten immer so ganz leicht reindrücken oder sonst was. Bei derer ist so ein heftiger Druck in dieser Flasche, dass du nicht einmal so reindrücken kannst, ganz leicht oder irgendwas in der Richtung. Nichts. Wie man auch immer so denkt, so. Steppert, oder? Gerade das
Also wenn die Flaschen umfällt oder sonst was, bist du deppert kurz vor Explosion. Sagst du, Atomrakete ist ein Scheißdreck dagegen. Also so welche Leute, die was halt prickelnd auf prickelnd stehen, ist einfach nur das Nonplusultra. Also da haben sie natürlich das noch bessere prickelnde Gefühl im Munde. Aber wie geht es so, wenn du die Flaschen angreifst? Havara. Ist schon. Die kann was. Sagen wir es mal so. Die Flasche kann was. Ja, machen wir es jetzt auf ganz einfach. Da einmal. Da haben wir den zweiten Kandidaten. Du hättest die Pappen. Du bist der dritte Kandidat. Und tschüss. Next. Passt. Sehr gut. Und der nächste, bitte, danke. Ah, der hat überlebt. Na, was, bin schon. Na, geschleicht. Ich hätte meine Wochen kennen. Fick dich. Jetzt fix geschafft. Ah, du lebst ja noch immer. Das kleine Stricherl. Das kleine Stricherl, da wirst du mich verarschen. Will mich fix verarschen, ich sag's dir. Da, komm her, da. Bin so deppert zum Zielen. Wow, Alter. Nicht einmal Insta-Kill, obwohl ich den scheiß Missgeburtenschädel anvisier. Schon Frechheit. Es ist schon eine Frechheit, aber noch gut. Ich denke mir gerade, wir müssen fix zu ihm zurückgehen. Aber was ist er mitnehmen? Man kann nehmen wir halt mit. Sicher. Ein ganzer Feini. Ein ganzer Feini. Muss ich alles mitnehmen, was geht? Sagt er das? Ein Muss. Einfach ein Muss. Alles mitnehmen, was geht. Na, der bloß ist ja wieder nicht. Muss aufpassen. Ja, ja, ja. Wenn du da jetzt kapierst, Alter. Das war ein bisschen dezent knapp. Ah, dezent. Dezent knapp. Oh. Sieh ich mich da schon mit Level 20, Heitner. Sieh ich mich da schon mit Level 20. Du bist es. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Sparta steht tief in deiner Schuld. Nimm das. Das reicht. Wie viel haben wir gekriegt? 615? Ja, damit lässt sich arbeiten. Safe. Damit lässt sich arbeiten. Na gut, dann sagen wir her. Quest brauchen wir eh nicht inventarmäßig. Die schaut schon mal wieder ganz, ganz gut aus. Ja, fix. Nee. Schwere Keule werde ich so schnell jetzt definitiv nicht mehr nehmen. Ah, Speer! Speer. Kann man machen. Wie schaut's aus mit dem Schifferl? Ja, denke mal, irgendwas werden wir sich sicher leisten können. Ja, Pfeil. Rammsporn. Rahmen. Ja, Panzerung wäre aber auch nicht schlecht. Eine gescheite Panzerung da. Ja, definitiv. Eine gescheite Panzerung wäre sicher nicht schlecht. Aha. Die hat aber auch geile Fähigkeiten. Das muss ich schon lassen. Speerschaden, Schaden durch Brandsperre und Schaden bei niedrigem Schiffszustand. Finde ich schon gut. Ah, das hört sich gut an. Jetzt ist sehr, sehr gut an. Ja, lassen wir es so. Hätte ich gesagt gehabt. Wicke nicht schlecht. Ja, voll noch das mit den Söldner kannst du mir mal herzeigen. Das mit den Söldner. Also, jetzt bin ich schon Rang 8. Ach, so sieht's aus. Habe ich aber schon bei Rang 9 alle Meier gemacht. Unentdeckt. Alles klar, Hauptsache ich bin nächsten Rang. Alles klar.